wichtigste Auswärtsreise der Saison. Wie viel Mut ist denn mit im Gepäck auf dem Weg nach Paris? Ja, eine Menge Mut. Die brauchen wir morgen auch. Aber auch viel Vorfreude, Optimismus und auch eine gewisse Anspannung, die auch dazu gehört. Wir sind im Halbfinale der Champions League gegen Paris. Haben, glaube ich, in der letzten Woche eine gute Voraussetzung geschaffen, um diesen Traum Wembley weiterleben zu lassen. Und dafür brauchen wir morgen aber eine richtig gute Leistung. Was bedeutet das denn für den Verein, wenn man es tatsächlich schaffen sollte, nochmal in ein Finale zum ersten Mal seit 2013 einzuziehen, am Ende einer ja, durchaus problematischen Saison, zumindest was die Bundesliga angeht? Das wäre natürlich ein Riesenschritt. Ich glaube schon, dass wir in Europa für Furore gesorgt haben, nach dieser langen Zeit auch mal wieder im Halbfinale zu stehen. Das vierte Mal insgesamt in der Vereinsgeschichte ist schon ein Ausrufezeichen, aber diesen nächsten Schritt machen zu wollen, das ist morgen die Aufgabe. Darauf haben wir große Lust, den Hunger haben wir. Wir könnten damit natürlich auch an vielen Themen positiv arbeiten in dieser Saison. Das würde uns auch europaweit noch mal mehr in den Fokus rücken. Das wäre wirtschaftlich eine tolle Sache und es wäre natürlich auch für unsere Fangemeinde, für alle BVB-Anhänger ein Riesenstatement, wieder in Berlin zu sein, wieder in Wembley zu sein und diese Geschichte dort vielleicht nochmal neu zu schreiben. Paris träumt seit vielen Jahren davon, endlich mal die Champions League zu gewinnen. Diesem Ziel wird alles untergeordnet. Was glaubst du, was könnte da im Prinzenpark auf euch zukommen und wie müsste man sich wappnen dagegen? Ja, sie werden natürlich versuchen, dieses Heimspiel unbedingt zu gewinnen und auch das Selbstvertrauen haben, dass sie das zu Hause regeln. Trotzdem, sie haben eine Menge Respekt. Ich glaube, den haben wir uns letzte Woche gut erarbeitet. Ich glaube, mit einer sehr kompakten Leistung morgen auch immer wieder mit Nadelstichen werden wir auch unsere Momente bekommen. Und die müssen wir morgen nutzen. Und sie werden schon, sie werden darauf vorbereitet sein. Aber klar, Paris hat in den letzten Jahren hunderte Millionen investiert, um genau dieses Ziel endlich mal greifbar zu machen. Sie haben es nie geschafft in den letzten Jahrzehnten und das ist etwas, was sie sich natürlich vorgenommen haben. Darauf sind wir vorbereitet. Es wird die Mannschaft morgen, glaube ich, auch gewinnen, die den größeren Hunger hat, die in den richtigen Momenten auch bereit ist zu leiden und auch mal Phasen auszuhalten. Darauf werden wir uns vorbereiten müssen, aber wir müssen natürlich unsere Chance auch selber suchen, auch im Ballbesitz und immer wieder auch Nadelstiche setzen. Es hat eine Entscheidung in Sachen Zukunft Marco Reus gegeben, was die Zukunft von Mats Hummels angeht, der ja gerade auch in der Champions League sehr starke Vorstellungen abgeliefert hat in dieser Saison. Da ist es noch offen. Wie sieht es da aus? Gibt es da was Neues, eine Tendenz? Nö, es gibt noch nichts Neues, denn alle haben sich jetzt erstmal auf diesen morgigen Termin gefreut. Alle bereiten sich darauf vor. Die volle Fokussierung des ganzen Clubs liegt jetzt darauf. Ich denke, mit der Entscheidung in der letzten Woche um Marco Reus ist auch alles gesagt. Er hat am Wochenende ein überragendes Spiel gemacht. Ich glaube, es war eine große Wertschätzung zu spüren im Stadion. Aber jetzt haben wir das Thema auch erstmal weggeschoben. Es wird sicherlich zum letzten Spieltag nochmal eins werden, auch in den Tagen davor. Das hat er sich auch verdient, weil er ein ganz, ganz großer Spieler dieses Vereines ist. Aber auch er und alle anderen sind jetzt gewillt, den morgigen Tag erstmal in den Fokus zu setzen. Und da brauchen wir jede Anstrengung. Samstag die Chance genutzt, auf der zweiten Reihe mal ein bisschen eine Chance zu geben. Unter anderem 18-Jähriger aus dem NLZ, glaube ich, schreibt jetzt gerade eine Klausur. Wie schade ist es, dass er nicht dabei ist? Ja, Kjell hat am Wochenende auch eine tolle Geschichte geschrieben. Tolles Spiel gemacht, von Anfang an gespielt. Erstes Bundesligaspiel. Und er ist im Abi-Stress. Die Klausur steht morgen an, aber wir werden ihn trotzdem morgen nach der Klausur noch nach Paris bringen und er wird morgen dann doch auch dabei sein können. Er wird im Kader sein. Das ist, glaube ich, eine tolle Erfahrung auch für ihn und das hat er sich mehr als verdient. Es wird ja wichtig sein, dass man nicht nur Kylian Mbappé ausschaltet. Worauf jetzt ankommt, man hat gesehen, Dembélé, man kennt ihn aus Dortmund, sehr stark über außen. Was muss der BVB morgen machen, damit das natürlich auch kompakt gut verteidigt werden kann? Ja, ich finde, wir haben es im Hinspiel schon sehr, sehr gut gemacht. Es wird natürlich immer mal Phasen geben, wo man die Offensive von PSG nicht immer ausschalten kann. Und es wird auch Momente geben, wo wir vielleicht auch in einer Situation mal Glück brauchen. Aber vor allem wird es richtig gute Verschieben, das enge Verteidigen und immer wieder auch das Umschalten eine Waffe sein. Wir haben eine Menge Geschwindigkeit, wir haben, glaube ich, auch eine Menge Selbstvertrauen. Und was mich auch positiv stimmt, ist, dass wir am Wochenende auch diejenigen, die jetzt eine ganze Zeit lang nicht gespielt haben, sich in eine gute Verfassung gebracht haben, ein bisschen Selbstvertrauen getankt haben. Wir werden also auch nach
justieren können morgen während des Spiels. Vielleicht werden wir es sogar benötigen, weil es über 90 Minuten gehen wird. Und darauf sind wir auf unterschiedliche Szenarien einfach vorbereitet. Aber PSG über 120 Minuten vielleicht immer auszuschalten, wird nicht immer möglich sein. Aber wir werden alles daran setzen und werden auch vor allem versuchen, die Stärken, die wir in unserem Spiel haben, auch am morgigen Abend gewinnbringend einzusetzen. Letzte Frage bitte. Wenn du sagst, Kiel wird nachreisen, wie sieht es aus mit den Verletzten? Für den Team Spirit sind die auch dabei morgen Abend? Wenn sie bei Ihnen ja, auch die Jungs werden dann morgen mit dazukommen und alle werden unterstützen und hoffen, dass die Jungs das auf dem Rasen morgen in die richtige Richtung schieben. Okay, Dankeschön. Ja.